Luftdruck fallend, in den nächsten Tagen Regen. Sagen Meteorologen so etwas, dann haben sie entgegen anderslautenden Gerüchten sehr oft recht. Sie wissen, niedriger Luftdruck am Boden heißt, es bilden sich Wolken in den höheren Luftschichten. Aus diesen Wolken fällt Regen. Das alles kann man am Stand des Barometers ablesen. Der Mann, der das erkannt hat, lebte mitten in den Unruhen des Dreißigjährigen Krieges vor über 350 Jahren. Der Mathematiker, Philosoph und Gelehrte Blaise Pascal. Pascal wird am 19. Juni 1623 in Clermont-Ferrand in der Auvergne geboren. Bald jedoch zieht die Familie nach Paris. Sein Vater Etienne Pascal nimmt die Erziehung der Kinder selbst in die Hand. Er bringt Blaise zuerst nur die Grammatik der alten Sprachen bei. Mit den Sprachen selbst, den Naturwissenschaften oder gar Mathematik will er warten, bis Blaise 15 Jahre alt ist.